Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer letzten heutigen Gesprächsrunde. Und ich muss leider zunächst Herrn Sven-Christian Kindler entschuldigen. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages bei den Grünen und ist dabei, sich und seine Kollegen, wie man so schön sagt, zu sortieren. Und das ist in diesen Tagen angesichts der unterschiedlichen Entwicklung in den verschiedenen Bereichen nicht die leichteste Aufgabe. Und er hat heute Abend Gespräche, an denen er unbedingt teilnehmen muss. Und in diesem Sinne muss ich ihn leider hier entschuldigen. Wir sind also nicht so grün, wie wir sonst vielleicht wären. Aber ich glaube, wir sind ganz kompetent. Sie wissen, was unser Thema heute ist. Das Thema ist Nutzen, Schaden und Probleme des PPP, also der Private-Public Partnerships. Wie kriegen wir sozusagen unter einen Hut, dass es privates Kapital gibt, was ich gerne anlegen würde, auch in öffentlichen Investitionsprojekten, und eine gewisse politische Stimmung, die demgegenüber voller Skepsis ist, begründet oder nicht, das werden wir diskutieren, und die eigentlich, sage ich mal, nicht wirklich ausspricht, welche Probleme es gab oder gibt mit Projekten dieser Art, die ja schon durchgeführt werden, was eigentlich dagegen spricht, dass man, wenn das private Kapital gegenwärtig in der Welt rotiert, weil es nicht weiß, wo es sich eigentlich anlegen soll, und die Wohnungspreise und die Häuserpreise nach oben jagt, warum dieses selbe Kapital eigentlich nicht auch für Straßen, Universitätsbauten oder was auch immer sonst staatliches eingesetzt werden kann, und wo eigentlich der Schaden liegen kann, wo die Probleme. Und diese stimmungsmäßige öffentliche Debatte, die wollen wir hier mal versuchen, etwas zu durchbrechen und zu sehen, was denn in der Sache eigentlich so rum oder andersrum zu sagen ist. Und deswegen will ich einmal beginnen. Wir sind hier zu dritt. Auf meiner rechten Seite Herr Professor Ralf Leinemann, der ist als Fachanwalt für Vergaberecht und Partner bei Leinemann und Partner, einem Rechtsanwaltbüro, einem großen Rechtsanwaltsbüro tätig ist. Und auf meiner linken Seite Professor Bogaszewski, der Inhaber des Lehrstuhls für BWL, wie man so schon sagt, also Betriebswirtschaft und Industriebetriebslehre an der Universität Würzburg ist. Und ich möchte mal beginnen mit Herrn Professor Bogaszewski, weil er so nett ist, sich mal die Mühe gemacht zu haben, ein paar Projekte aufzuschreiben oder aufgeschrieben zu aufzulisten, die dieses Problem Private-Public Partnership mal exerziert haben und an denen man dann sehen kann, wo eventuell Probleme entstanden sind und warum und wie. Sie alle, die Sie in diesem Vergabebereich tätig sind, wissen ja, dass die öffentliche Hand eigentlich immer zu wenig Geld hat. Und denk mal, und ich denke, dass Sie dann auch immer wieder mal bei sich selbst auf die Frage stoßen, warum können wir nicht bei bestimmten Großprojekten zusammenarbeiten? Bei uns ist das Geld knapp, wir können es nicht mehr aufbringen, also nicht in dem Umfange, wobei ja immer wieder gesagt wird, wir sollten uns mehr verschulden, was für mich etwas rätselhaft ist, weil wir immer noch bei 68% Anteil der öffentlichen Verschuldung am Sozialprodukt sind und die Maastricht-Kriterien eigentlich bei 60% sind und unsere Partner in Europa fordern uns ständig auf, den Maastricht-Vertrag zu brechen. Das finde ich eigentlich eine merkwürdige Lage. Also eigentlich sind wir verpflichtet, langsam runterzukommen durch Sparen auf die 60%, zu denen wir verpflichtet sind und die wir noch immer nicht erreicht haben, und ich denke, es wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis wir sie erreichen. Also warum nicht nutzen privates Kapital für Dinge, die gemacht werden müssen und für die wir selber in den Haushalten kein Geld haben? Das ist die Kernfrage. Und jetzt bitte ich Herrn Professor Bogaszewski, uns mal zu erzählen, was es da alles gab und wie es eigentlich gelaufen ist. Vielen Dank, Herr von Donani. Den Komplettüberblick kann ich jetzt nicht geben. Ich habe mir jetzt ganz spezifisch zu diesem Thema, was hier auch oben an die Wand geworfen ist, mal ein paar Daten rausgesucht, weil mir war das selber gar nicht so transparent. Ich bin auch kein
Tiefbauingenieur, der genau weiß, was da passiert. Man hat zwar schon mal geschaut, wenn da eine Autobahn gebaut wird und zwischen Würzburg und Frankfurt scheint das Jahrzehnte zu dauern. Ich frage mich, ob die immer, wenn sie fertig sind, wieder neu anfangen oder was da das Problem ist. Aber da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf, auf die Bauzeiten und Durchlaufzeiten. Ich habe mir das von einer Präsentation eines Ingenieursbüros, was scheinbar dort irgendwie mit involviert war, einfach mal runtergeladen. Und das ist dann schon informativ für mich und ich glaube auch für das Problem, weil es die Komplexität aufzeigt. Wir reden hier über 72,5 Kilometer Ausbau einer vierstreifigen Autobahn auf sechs Fahrstreifen. Ich glaube, soweit weiß es jeder aus den üblichen Artikeln. Und dahinter stehen Grunderwerbe von 1.394 Grundstücken vor Baubeginn, 2 Millionen Kubikmeter Erdarbeiten, 2 Millionen Quadratmeter Beton- und Asphaltfahrbahn, 68 Kilometer Entwässerungsleitung, 18 Rastanlagen und PVC-Anlagen, was das auch immer konkret bedeutet, also jetzt nicht große Rasthöfe, nehme ich an, 36 Autobahnbauwerke, was mit Gewässer, Eisenbahn, Wegen zu tun hat, 38 Überführungsbauwerke mit Straßen, Eisenbahn, 20 Rückhalte- und Klärbecken, 10.000 Tonnen Stahl, 25 Kilometer Schallschutzwände und Dämme, 300 Kilometer Schutzplanken und Betongleitwände und 50 Verkehrszeichenbrücken und Ausleger, was auch immer das sein mag. Ich glaube, das zeigt erstmal eine Komplexität auf, die natürlich Beachtung haben muss, wenn man darüber spricht, wer kann sowas am besten. Und wenn ich es nicht selber bin, wie kann man das vergeben auf eine Art und Weise, dass auch sichergestellt ist, dass das alles in so einem komplexen Projekt am Ende funktioniert, schnell funktioniert, kostengünstig funktioniert. Soweit ich das auch den Berichten entnommen habe, war ja die Versprechung gute 10% unter den Kosten, die die öffentliche Hand selber benötigen würde und kürzere Durchlaufzeit. Wie die genau dann aussah, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, es war fast ein Jahr schneller. Und ich weiß auch nicht, wie es Ihnen persönlich geht. Ich selber ärgere mich wahnsinnig, wenn ich im Stau stehe. Ich atme das dann weg, ja, aber ich stelle mir nur vor, wenn ich das mit Opportunitätskosten bewerte, die Arbeitszeit und die Freizeit oder was auch immer, wie ich es auch immer bewerte, von Millionen von Menschen, die, wenn man den Statistiken glauben darf, auf einer Strecke von hier bis zum Mond und zurück jedes Jahr im Stau stehen. Das sind ja Summen, die, glaube ich, die Summe aller Bauaktivitäten deutlich übersteigen. Und wenn man mal diese Opportunitätskosten mit einbezieht, dann kommt das Thema natürlich nicht nur Erstellungskosten, sondern auch tatsächlich Erstellungszeit ganz virulent zum Ausdruck. Und ich glaube, das sollten wir auch auf jeden Fall mit berücksichtigen, wenn wir hier die weitere Diskussion führen. Das erstmal nur für den Anfang. Also es gibt ein komplexes Projekt, was nicht nur eine Oberfläche Straße ist, die wir als Autofahrer wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Sie haben noch übersehen, Herr Bogaschewski, dass bei einem solchen Projekt natürlich dann ein staatlicher Aufsichtsratsvorsitz gefordert würde, mit all den Problemen, die wir von solchen Projekten gut kennen. Also da muss man dann auch sehen, wenn der Staat das macht, was das bedeutet, wenn er dann selber versucht, mit seinen Unkenntnissen auf einem solchen großen, komplexen Wirtschaftsgebiet auch noch vielleicht die Aufsichtsratführung zu übernehmen. Herr Leinemann, können Sie uns weiterhelfen? Ich hoffe doch, deswegen bin ich ja wahrscheinlich auch hier, was ich Ihnen nicht verraten habe, aber hier jetzt unter uns in diesem intimen Kreis sagen kann, die Klage zur A1 wird von unserem Büro geführt und wir beraten auch die anderen Autobahnprojekte, die seitdem hier gemacht worden sind. Aber ein bisschen Zufall trotzdem, dass wir hierüber reden, weil als wir die Veranstaltung konzipiert haben, sollte eigentlich noch ein anderes Thema in dieser Diskussion sein, aber wir reden mal über die Autobahn, so kann ich auch mitreden. So, Sie werden aber verstehen, dass ich jetzt deshalb zu A1 hier nicht als deren Anwalt ein Plädoyer halten will, aber wichtiger ist, glaube ich, dass wir das Gesamtbild sehen und das ist schon ein bisschen anders noch, Herr Donani, als Sie es anfangs sagten, als wir anfingen über die Autobahnprivatisierung und die Betreiber Privatisierung ist es ja eigentlich nur, denn die Autobahn gehörte dem Staat und gehört auch weiter dem Staat zu reden, hatte man wirklich kein Geld. Es war einfach nichts im Topf und es war auch politisch, müssen wir auch ehrlich sein, damals nicht erwünscht. Wir reden von so Ende der 90er Jahre, 2000. Und dann kam die Diskussion,
schaffen wir vielleicht eine Autobahnmaut, das nennen wir dann Nutzerfinanzierung, aber weil man politisch nicht stark genug war, hat man gesagt, nicht für alle, sondern nur für die Lkw. Jetzt heißt das übrigens Ausländermaut für Pkw. Ich verrate Ihnen noch ein Geheimnis, natürlich werden wir die bald auch alle bezahlen müssen, die Autobahnmaut, ne, das ist auch klar. Das sagt aber noch keiner. Gut, aber das ist nur eine persönliche Meinung. Und dann kam der nächste Schritt, wie mobilisieren wir noch Geld, indem wir diese Ausbaumaßnahmen privat finanzieren, muss aber dann natürlich mit Kredit finanziert werden, die müssen das Geld auch mitbringen und bekommen dann was zurück. Ist ja nicht schlimm, weil es gibt ja die Lkw-Maut und dann haben wir ein bisschen was im Topf, was wir da bezahlen können. Und das ganz Angenehme ist, das erhöht auch nicht den Verschuldensgrad für Maastricht und so hat man gedacht, Mensch, das ist eine Win-Win-Situation, ne? Gar nicht schlecht. Heute sind wir vor einer anderen Situation. Es liegen noch 8 solcher Projekte vor uns in Deutschland, die jetzt also schon konzipiert sind und in den nächsten Jahren sukzessive kommen. Das nächste große wird hier vergeben, die A10, A24 von Berlin aus hoch, A7 Süd in Niedersachsen, Göttingen, Salzgitter, ist gerade Baubeginn gewesen. Und dann kommt die A3 in Bayern, das größte Projekt ever, die auch so laufen. Und heute ist es anders, das Geld wäre da, aber heute macht PPP diesen anderen Sinn, den man damals immer viel besprochen hat, aber der eigentlich nie so eine Rolle spielte, weil nur das Geld knapp war. Heute gucken wir, warum können die so eine Autobahn besser bauen? Und das hat 2 Gründe. Das eine ist allgemein Effizienz. Ja, die sind schneller als die Verwaltungen der Autobahnämter. Aber das zweite ist auch ein bisschen, ein Teil dieser Effizienz kommt aus einem vergaberechtlichen Kniff und deswegen gehört das Thema hierhin. Nämlich, wenn Sie ein großes Projekt inklusive Planung und vielleicht auch noch inklusive Finanzierung vergeben, dann sind Sie frei von der Los- und Fachlosvergabe. Das heißt, Sie sind frei davon. Sie können also, und so wird es ja auch gemacht, 40 Kilometer, 50 Kilometer Autobahn machen, 500 Millionen, 1 Milliarde Baukosten in einem Stück. Und zwar alles zusammen, Erdbau, Leitplanken, Parkplätze, was weiß ich nicht alles. Alles in einem Paket. Muss nicht dann der Nehmer, der Bieter, dem diese 50 Kilometer Autobahn übertragen werden, seinerseits wegen unserer mittelstandsfreundlichen Politik ein Losverfahren einsetzen? Das müsste er nicht. Wenn er ein Konzessionär wäre, dann müsste er das tun. Am Anfang haben wir auch von Konzessionen geredet, aber das ist natürlich in Wirklichkeit gar keine Konzession, weil er ja das Autobahnstück gar nicht bekommt und damit machen kann, was er will, sondern die Autobahn bleibt im staatlichen Eigentum. Er baut sie nur aus. Das wäre auch beim normalen Bauauftrag nicht anders, nur er hat halt das gesamte Gelände. Nicht? Er macht nicht nur seine eine Fahrbahn links, sondern er macht links und rechts, er macht Leitplanken, er macht alles, was dazugehört. Und dann ist es fertig, dann gibt es eine Freigabe und dann wird er eben nicht bezahlt, wie ein Bauunternehmer, der eine Abnahme kriegt und dann stellt er die Schlussrechnung, die bezahlt wird, sondern er bekommt dann über 30 Jahre dieses Entgelt für den Betrieb und da werden auch die Baukosten mit refinanziert. Das ist eigentlich der einzige Unterschied dabei. Und viele haben in der Diskussion, glaube ich, auch vergessen, die jetzt an der A1-Klage nochmal kulminierte, dass man gesagt hat, da verdienen ja Leute Geld dran. Da muss man, der Staat, meine Damen und Herren, baut ja nicht. Der Staat baut nie, der hat auch noch nie gebaut, sondern der vergibt einen Bauauftrag. Ne? Das ist doch der Unterschied. Das heißt, immer gibt es einen Vertragspartner, der erhofft, dass er sich mit diesem staatlichen Auftrag eine gewisse Rendite erwirtschaftet. Das ist also nichts Schlimmes, auch nicht PPP-spezifisch. Eigentlich ist dieser Autobahnausbaumodell, die wir da haben, ist es nur ein Bauauftrag, der wird halt nur nicht sofort bezahlt, sondern erst in 30 Jahresschritten. Und in den ganz alten Modellen, zu denen auch noch die A1 gehört, diese Verträge schließt man heute nicht mehr, da wurde einfach nur etwas von der einen Mauteinnahme abgezwackt und das kriegte dann der Betreiber. Und wenn weniger Lkw-Verkehr war, dann kriegte der auch weniger. Da hat man schnell erkannt, das Modell kann nicht funktionieren. Und schon seit etwa 8, 9 Jahren werden nur noch Modelle ausgeschrieben, wo man sagt, jeder Tag, den Sie die Autobahn störungsfrei unterhalten, also störungsfrei heißt ohne Schlagloch und so weiter, gibt es ein volles Entgelt und nur wenn das nicht klappt, dann gibt es Abzüge. Und so läuft dieses Modell heute. Und heute brauchen wir das, glaube ich, weil wir in der öffentlichen Verwaltung gar nicht mehr die Kapazität hätten, solche riesigen Strecken in einem solchen Tempo überhaupt hinzustellen. Diese Art, Autobahnen auszubauen, ist ungefähr 3-mal so schnell, als wenn wir es normal bauen. Und nur da, wenn wir ehrlich sind, nur da liegt auch wirklich der Vorteil. Für uns alle nicht 15 Jahre durch Baustellen fahren, sondern nur 4 oder 5. Das ist der Clou. Also an die beiden Kollegen will ich mal eine Erinnerung wecken.
An sich sitzen hier sehr wenige unter uns, die in der Lage sind, große Autobahnausschreibungen zu machen oder zu betreuen. Sondern das, was hier sitzt, was hier Teilnehmer ist in dieser Konferenz, sind im Wesentlichen sozusagen Beschaffungsfachleute aus Ländern und ein bisschen aus dem Bund, aber aus Ländern, aus Kommunen und so weiter. Und da gibt es ja selten Ausschreibungen über die Autobahn. Aber PPP könnte ja auch in anderen Bereichen nützlich sein. Also wenn Sie eine Ausschreibung über ein Krankenhaus machen zum Beispiel, wäre das ja auch denkbar. Wenn die Kommune oder die Stadt oder der Landkreis ein Krankenhaus baut, könnte man dieses Modell eventuell ja auch benutzen. Aber der Einwand, der gegenüber PPP besteht, ist ja ein genereller. Der ist der generelle Einwand, Sie haben das ja angedeutet, Herr Leinemann, am Ende verdient ja nur jemand dabei und der Staat zahlt am Ende immer zu. Und ich finde, für Sie, die Sie also kommunale Probleme eventuell auch mit dem Ausbau einer regionalen Fachhochschule oder sowas haben, spielt das ja eine große Rolle. Warum muss die Kommune oder muss die Stadt oder das Land das Geld alles erstmal selber erspart haben sozusagen, ehe man ein solches Projekt machen kann? Und diese Frage würde ich gerne mal an meine beiden Kollegen hier richten. Inwiefern ist dieses Modell auch nützlich für kleinere Projekte, die aber immerhin einen kommunalen, städtischen oder Landeshaushalt überfordern und auch auf lange Zeit überfordern werden? Und warum wendet man sich eigentlich gegen diesen Nutzen, den man haben kann, von privatem Kapital, was wie gesagt in der Welt umherzieht und überall nach Anlagemöglichkeiten sucht? Wir haben ja die niedrigen Zinsen in der Welt im Wesentlichen deswegen, weil es so viel Kapital gibt, für das es keine Anlagemöglichkeiten gibt. Warum soll man das nicht nutzen? Da gibt es generelle politische Einwände und die würde ich gerne mal erstmal hier am Tisch kurz diskutieren und dann mit Ihnen nochmal von Ihnen sozusagen die Antworten und die Überlegungen dazu bekommen. Herr Burgerschiff, können Sie ein Wort dazu sagen? Ja, sehr gerne. Ich würde das gerne in zwei Teilbereiche trennen. Wirklich die eine Finanzschiene und dann wirklich die Doing-Schiene, wenn man so will. Bei den Finanzen bin ich völlig bei Ihnen. In den Zeiten knapper Kassen, und die gibt es auf dem flachen Land nach wie vor, so wie ich das mal einschätze und teilweise erlebe, auch in vielen großen Städten, ist ein massiver Investitionsstau auch da. Gut, viele Mittel sind angeblich für bestimmte Zwecke nicht abgerufen, aber da sind wir schon wieder dann beim Thema beim Doing. Scheinbar gibt es da eben Probleme der Umsetzung, man hat nicht die richtigen Leute. Wenn wir bei der Finanzseite sehen, sehe ich es auch ganz klar, diese Modelle einer günstigen Finanzierung in dem Sinne auf Kosten derer, die nachher durch den Betrieb eine Rückzahlung bekommen, wo sich es amortisiert über die Jahre, ist ja rein betriebswirtschaftlich eine ganz normale Sache. Und es gibt eigentlich grundsätzlich erstmal gar keinen Grund, warum der Staat das nicht machen sollte. Wo wir aufpassen müssen, in welcher Form greifen wann Regeln, dass nun nicht jemand, ich erinnere mich an Zeiten, wo jede kleine Kommune, die eingemeindet wurde, noch ganz schnell ein großes Schwimmbad gebaut hat. Ja, dass man also im Grunde Schulden macht in die Zukunft hinein, weil das tut mir ja heute nicht weh. Und da, glaube ich, müssen wichtige leitende Regeln oder auch eben harte Gesetze da sein, dass ein Bürgermeister sich da nicht 1000 Denkmäler setzen kann in PPPs, wo später aber letztendlich Kosten anfallen, die man sonst vielleicht nicht hätte. Und insofern, glaube ich, sind da schon die Projekte sehr genau im Einzelnen zu beurteilen und dann die Frage zu stellen, kann man das einfach freigeben oder gibt es da dann Schranken, die wir vielleicht heute so im Gesetz nicht haben? Ich bin da nicht der Experte, da können Sie vielleicht gleich was zu sagen. Die andere Sicht, rein mal ganz abstrakt als Wirtschaftswissenschaftler, muss ich sagen, jedes Unternehmen und auch der Staat muss wissen, wo seine Kernkompetenzen liegen und was hoheitliche Aufgaben sind. Wenn wir über das Thema Straßen reden, meines Erachtens ist das, wir haben eben schon ein bisschen halb lustig gesagt, aus alten Zeiten, die wir alle nicht wieder haben wollen. Heute sind wirklich entscheidende Straßen, sind digitale Straßen heute. Entscheidende Dinge ist Energieversorgung und andere Dinge. Wir haben viele Transportsysteme und die Post und alles Mögliche privatisiert. Das jetzt nicht zu machen mit Straßen, gibt es erstmal gar kein grundsätzliches Problem damit. Die Frage ist aus meiner Sicht vor allem, wo ist die Kompetenz da, solche sehr komplexen Projekte umzusetzen? Wer kann das und wer kann das nicht?
Ich kann mir vorstellen, also ich habe auch Gespräche geführt in Städten, wo dann gesagt wird, also wir haben hier 200 Top-Bauingenieure, die machen ja jedes Projekt besser als jeder Private. Ob das stimmt, müssen Sie sich selber ein Bild machen. Ja? Aber es gibt vielleicht welche, die haben die, aber natürlich haben die kleinen Kommunen, wenn sie Glück haben, einen Ingenieur. Und der hat vielleicht auch schon mal ein Haus gebaut oder eine Straße, aber nicht beides. Und wenn ich mir jetzt, weil Sie nach den kleinen Projekten fragten, wie ist es denn, wenn wir eine Schule, eine neue brauchen oder einen Kindergarten? Ist es wirklich so, dass die dort Angestellten oder verbeamteten Verwaltungsmitarbeiter die besten sind, die man haben kann, um so ein Projekt durchzuführen? Da habe ich ganz große Zweifel dran. Auf der anderen Seite, und wir sprechen ja jetzt über das Für und Wider von PPP, sind das alle schon Experten für PPP? Natürlich nicht. Wir sind ganz am Anfang einer Lernkurve, muss man ja eigentlich sagen. Und viele wissen gar nicht, wie geht denn gutes PPP? Wo muss ich denn darauf achten, damit mir das Ganze nicht auf die Füße fällt? Weil im ersten Schritt und beim ersten Mal ist es wahrscheinlich nicht weniger schwierig, als eine kleine Schule, sage ich mal, selber auszuschreiben. Und wenn so etwas aber grundsätzlich die Fähigkeiten aufgebaut werden, in einer Kommune solche Dinge zu machen, wenn es da Beratung gibt, wenn es da Austausch mit den Kollegen gibt und was weiß ich auch immer, wenn es auch Regeln gibt für das Ganze, dann denke ich, ist das der einzige sinnvolle Weg. Ja, wir sehen das in vielen Unternehmen. Welches Unternehmen will heute noch eine eigene IT haben, ein eigenes Rechenzentrum haben? Das geht ja noch weiter in viele operative, abwickelnde Tätigkeiten. Da sagen die, das machen Dienstleister, die können das tausendmal besser. Ja, und das ist einfach ganz rationales Denken und da spricht auch überhaupt nichts dagegen, weil das nicht strategisch und nicht kriegsentscheidend ist. Und ich glaube, das wird sich auch auf die Verwaltung so übertragen. Also PPP wird kommen, wir müssen es lernen, wie es geht und wahrscheinlich werden viele damit besser fahren, als wie bisher immer wieder diese Fehler in komplexen Ausschreibungen zu machen. Wir müssen allerdings, Herr Bogaschewski, glaube ich, unterscheiden zwischen der Übertragung eines Projektes im Management an einen Auftragnehmer, der nach der Ausschreibung gewonnen hat, aber mit öffentlichem Geld, was er sozusagen schrittweise für die Vollendung des Projektes bekommt, sozusagen arbeitet und nicht mit PPP im engeren Sinne, also nicht mit privatem Kapital dazu, sondern nur im Auftragssinn. Und ich meine, ich nehme mal so die Elbphilharmonie, dieses wundervolle Projekt. Das Problem war ja nicht, dass wir das nicht weitergegeben haben an Unternehmen, Hochbauunternehmen, Tiefbauunternehmen, die das bearbeitet haben, sondern dass wir gleichzeitig den Aufsichtsrat für das ganze Projekt ebenso wie beim BER in staatlichen Händen gelassen haben und natürlich davon keine Ahnung hatten. Das heißt, das Management wurde aus Kostengründen beim Staat gelassen, der Staat kann das nicht. Hat aber noch nichts zu tun mit im engeren Sinne PPP. Denn im engeren Sinne PPP heißt, wir müssen auch privates Kapital einsetzen und daher eine dauerhafte Rendite versprechen. Und da kommt der Einwand. Am Ende heißt es, verdienen die Leute mehr, als wenn es nur der Staat machen würde. Herr Leinemann, was sagen Sie? Als erstes muss ich natürlich immer sagen, ach, wäre der BER doch ein PPP-Projekt gewesen. Und wäre er es geblieben, bis Wovereit es 2003 umgebracht hat, dieses Projekt, wir würden schon längst von dem neuen Flughafen aus fliegen. Aber jetzt haben wir den Salat. Nicht? Aber es ist durchaus auch ein Beispiel dafür, wo es Sinn machen kann, PPP zu machen, nämlich dort, wo der Auftraggeber selber die Kompetenz oder die Teamgröße auch nicht hat. Denn genau, der Betreiber, wir haben ja auch jetzt einen Betreiber, da machen wir uns mal nichts vor. Jeder Flughafen in Deutschland, egal ob er zu 100% im Besitz der öffentlichen Hand ist oder auch mehrerer öffentlicher Körperschaften oder nicht, hat ja eine Betreibergesellschaft und das ist eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft und die machen die Bilanz und da kommt Geld raus oder rein. Also das ist alles das Gleiche. Und insofern sehe ich heute, wo wir nicht mehr diese Finanznotthemen haben, die wir vielleicht im Jahr 2000 hatten, PPP als reine Beschaffungsvariante für bestimmte Fälle. Und vor allen Dingen sind das die Fälle, wo ich als öffentlicher Auftraggeber nicht das Personal habe oder nicht die Kompetenz habe, das zu betreuen und wo ich vielleicht auch das dauerhaft nicht habe, sodass ich sage, also im Grunde auch für die Betreiberphase wünsche ich mir jemanden, der schon am Beginn der Konzipierung des Projektes so lange vorausplant, dass man halt sagen kann, die Effizienz hat auch im Sinne eines Lebenszyklus oder einer Lebenszyklusbetrachtung auch noch 10, 20, 30 Jahre lang eine Bedeutung und wird von diesem Betreiber in eigener Verantwortung, weil es ja auch sein Budget ist, ob dann was dabei rumkommt,
betrieben. Weshalb ist es doch immer so schwer? Erstens mal muss ich nicht alles auf PPP, also es ist zwar eine Beschaffungsvariante, aber vieles kann ich ja als öffentlicher Auftraggeber auch einfach so kaufen. Wenn ich ein Rechenzentrum habe, kann ich auch einfach sagen, ich hole mir eine neue IT-Hardware, stelle die da rein und wir betreiben es halt weiter. Nicht? Wenn ich Stadtwerke bin und habe einen Betriebshof, dann kann ich den aufmöbeln und kann mit dem Betriebshof weiterfahren. Ich kann aber auch sagen, der muss da sowieso weg, wir machen alles ganz anders und wir lassen den uns als PPP-Projekt machen und dann soll das auch ein Betreiber machen. Das ist eine Variante. So, und je mehr ich selber auch in Zukunft eingreifen muss, umso weniger ist PPP geeignet. Je mehr Flexibilität ich in der Nutzung habe in Zukunft oder respektive je sicherer es ist, genau wie ich es nutze, zum Beispiel bei Gefängnissen. Es gibt ja auch einige Gefängnis-PPPs, die werden immer als Gefängnis benutzt. Da habe ich immer Zellen, da werden die Leute reingeschlossen und raus. Da gibt es keinen großen Wandel. Das eignet sich ganz gut, weil das muss ich nicht noch 20 Mal ändern in den nächsten Betreiberjahren. Nicht? Aber wenn ich ganz variabel sein will, ist es vielleicht auch nicht immer das Richtige. Deswegen hat man auch bei Schulen viel gemacht, bei PPPs, weil man gedacht hat, na gut, die Schule, das wird eigentlich auch immer gleich betrieben. Da gehen Schüler rein in Klassen und da kommen Lehrer rein. Wenn ich natürlich jetzt starken Schülerrückgang habe, dann möchte ich vielleicht mit dem Gebäude mal was anders machen. Dann ist PPP wieder nicht so gut, weil es war ja konzipiert als Schulgebäude. Und dann habe ich nicht vielleicht die Flexibilität in der Nutzung, die da sind. Das muss man sich vorher gut überlegen. Und deswegen wird es auch in Zukunft nicht die große Beschaffungsvariante sein, die wir mehrheitlich fahren. Aber es wird eben für bestimmte Bereiche gut sein. Jetzt haben wir Boomzeiten. Wir haben ja einen unfassbaren Boom. Eine totale Vollauslastung, gerade im Baubereich. Sie finden keine Plane, sie finden keine Baufirma, nichts. Ne? Und jetzt kann es natürlich gut sein, wenn ich sage, gut, in meinem Bauamt, da kann ich auch keinen mehr einstellen. Nicht? Wir können ja sagen, wir stellen 5 mehr Bauingenieure an in Woher unserem Hochbauamt. Denn? Aber die finden sie gar nicht. Nee, die saugt ihnen längst schon der Rest vom Markt weg. Ne? Die sind nicht da. Jetzt haben sie aber ihre Bauaufgaben. Jetzt will ich hier in Berlin 100 Schulen sanieren. Ne? Ja, das geht nicht mehr. Da muss ich mir jetzt eben überlegen, ob ich da jetzt zu solchen Instrumenten greife und sage, in diese Richtung marschieren wir jetzt und dann habe ich halt noch den Rechnungshof. Wer hier öffentlicher Auftraggeber ist, kennt das Rechnungshofthema und der Rechnungshof rechnet halt so ein bisschen auf seine Methode. Ne? Und die muss man halt richtig oder falsch finden. Ich persönlich finde es schwierig, weil ein Rechnungshof rechnet so, dass das Steuergeld ist da. Ne? Und das wird dann ausgegeben und fertig. Das wird nicht verzinst. Während der Privatkapitalgeber muss natürlich Zinsen rechnen. Er muss ein Darlehen aufnehmen und Zinsen bezahlen. Und wenn vorher was bezahlt wird, dann wird abgezinst oder sowas. So rechnen die beim Rechnungshof nicht. Und deswegen kann ich natürlich, wenn der keine Zinsen rechnet, habe ich natürlich eine konventionelle Beschaffungsvariante, wo Steuergeld genommen wird und bezahlt wird. Und das ist immer zinsfrei. Ist ja immer billiger als ein Darlehen. Aber es ist nicht richtig. Solange wir 1 Billion Staatsverschuldung haben oder was weiß ich, wie viel das ist. Oder zahlen. Kommunalverschuldung, ne? Die ja auch verzinst werden. Egal wer, jede Körperschaft hat ihre Verschuldung. Nicht? Und nicht? Die Zinsen werden steigen. So müsste man rechnen. Nicht? Aber das ist jetzt ein bisschen Glaubensfrage. Ich weiß nicht, ob jemand vom Rechnungshof hier ist. Nee, das ist eine Rechenfrage, kein Glauben, Gott sei Dank. Na ja, gut, aber es wird ja immer gesagt bei PPP-Projekten, der Rechnungshof ist skeptisch, nicht? Weil die Beschaffungsvariante konventionell ist halt preiswerter. Das stimmt nur, wenn man die Zinsen ausblendet und so tut, als würde die staatliche Beschaffung genauso schnell und effizient laufen wie die über PPP. Und beides ist natürlich nicht richtig. Darf ich mal an Sie beide eine weitere Frage richten? Hat es dann eigentlich eine Größenordnungsgrenze? Also ich will mal sagen, wenn das Ding unter 50 Millionen ist oder unter 20 oder sowas, dann lohnt sich PPP nicht. Und man muss schon ein gewisses Volumen haben, auch weil man hinterher ja in der Kontrolle des Verlaufes von PPP auch wieder Kräfte braucht, um das zu machen. Also gibt es da so eine, für die Kollegen und Kolleginnen, die hier sind, ist es ja wichtig zu wissen, kann ich das dann eigentlich auch für eine einzelne Kita machen oder ist das völliger Quatsch und lohnt das nur von einer bestimmten Größe an? Aber richtig ist natürlich, dass das Modell als Denkmodell eigentlich überall zur Verfügung stehen könnte, aber wahrscheinlich nicht überall sinnvoll ist. Herr Bogaszewski kurz und dann Herr Leinemann, dann wollen wir mal auf Sie runterkommen mit der Frage, ob Sie nicht hier noch klügere Fragen haben, als wir sie uns gestellt haben. Herr Bogaszewski und dann Herr Leinemann. Also ich sehe das Problem grundsätzlich erstmal nicht. Ich lasse mich mal gerne von den vergaberechtlichen Experten da korrigieren, aber dann sage ich, irgendwann wird das Vergaberecht da auch geändert. Also die grundsätzliche Logik, ich würde es auch gar nicht so daran festmachen, was wir jetzt mit der Autobahn haben, dass dann je gefahrenem LKW, da gibt es ja auch das Problem, wie schwer war der LKW und muss der zahlen, will ich gar nicht drauf eingehen, aber dass darüber die Returns kommen. Ja? Es ist auch ein PPP, wenn ich sage, baut mir schlüsselfertig da eine Kita hin und ihr kriegt jedes Jahr eine Flatrate.
Und die Nutzung bezieht sich auf irgendwas mit Menschen. Und wenn ich meine, ich muss da irgendein Gebetshaus reinmachen, dann soll mir das auch recht sein. Das ist am Ende eine Frage der Ausgestaltung der Verträge, was ich da reinschreibe. Wenn ich das so eng fasse, dass ich sage, und da dürfen aber immer nur Kinder unter 6 Jahren rein, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn ich aus der Kita plötzlich eine Schule machen will. Ja? Also ich habe es doch auch ein ganzes Stück weit in der Hand, das Ganze so zu formulieren. Und ich glaube, da sind die Auftragnehmer, also aus der Privatindustrie, total offen. Also daran wird es nicht scheitern. Ja, die wollen es ja auch möglichst einfach haben, denke ich, an der Stelle. Und ich kann diese Finanzierungsmodelle darüber genauso gestalten, egal ob ich Rückflüsse habe aus dem einzelnen Besucher. Wir können auch ein Schwimmbad nehmen, da schieße ich pro Besucher zu. Beim Theater ist es genauso. Da muss ich immer so eine Kalkulation machen, dass ich sage, da laufen im Jahr im Durchschnitt 300 Aufführungen oder ist egal, wie viele Aufführungen sind, den Strom zahlen wir sowieso. Ne? Wir wollen das Ding da stehen haben und es muss betriebsbereit sein. Und da verhandelt man über entsprechend eine Bereitstellungsgebühr. Ne? Und das hat jetzt mit den Rückflüssen ein anderes Modell. Dann aber es auch ÖPP oder PPP. Und deswegen glaube ich, ist es von der Größe jetzt gar nicht so sehr limitiert. Ich sehe fast eher so, dass es bei den kleineren Projekten einfacher ist. Weil diese ganzen Konzessionen und Unterkonzessionen und Unterauftragnehmer, wo dann der Vergebende teilweise nicht mehr durchblickt, was da alles passiert und was ist, wenn da irgendwo ein kleiner Maurermeister seinen Laden dicht macht und deswegen 6 Wochen Baustopp ist oder die kriegen sich in die Wolle, wer nun das Dach baut und wer es bezahlt, wie an der Elbphilharmonie. Da wird es doch komplex und da wird es problematisch, wasserdichte Verträge zu machen. Da würde ich eher sagen, sind die kleineren tendenziell ja eher einfacher. Ich muss da leider widersprechen, Herr Bogaszewski. Wasserdichter Vertrag, ne, da träumen alle Nicht-Juristen von. Ich sage Ihnen ja, den gibt es nicht. Ne? Können wir gleich vergessen. Gibt keine wasserdichten Verträge. Das ist der Traum oder der Albtraum? Das ist ein Traum, ne, und wir knacken jeden Vertrag. Wir bösen Juristen. Sie verlieren ja ihren Beruf für die Verträge wasserdicht werden. Nein, wo kommen wir dahin? Ne? aber das ist eine Illusion. Nee, die kleinen Projekte sind deshalb nicht geeignet, weil doch am Ende die Prozesskosten zu groß sind, um dahin zu kommen. Also das Vertragswerk ist eben doch schon relativ umfangreich und dadurch, dass wir diese Finanzierungspartner noch dabei haben, sprich die Banken, die haben noch wieder ihr eigenes Denken, was dabei ist. Das sind also alles relativ aufwendige Verhandlungsverfahren, das heißt, diese sogenannten Prozesskosten sind relativ groß und je größer die Berater sind, die sie da holen, umso teurer wird es. Ne? Das muss man auch noch mal sehen. Deswegen so 10 Millionen würde ich mal als Faustregel sagen. Darunter. 10 Millionen, aber dann meinen Sie, kann schon. Ja, aber machen Sie nicht 2 Kitas mit dem PPP oder so. Die Prozesskosten sind einfach zu groß. Auch deshalb, weil wir nicht so viele Projekte haben, dass man keine Verträge von der Stange hat. Also natürlich greift man auf so ein paar Muster zurück, die jeder mal in der Schublade hat oder fragt mal hier und da. Aber am Ende wird dann halt doch mit dem Bieter verhandelt, es wird individuell an den Dingern rumgebastelt und so. Der Aufwand ist relativ groß, das muss durch alle Finanzierungsinstitutionen und irgendwann sind dann 2 oder 3 Banken dabei, dann kriegen die noch Krach untereinander und also da kommt schon eine ganze Menge zustande und das Planungsrecht haben wir ja auch noch, was angepasst werden muss. Und auch keine Variabilitäten, da würde ich auch von abraten. Wenn wir eine Kita gemacht haben, dann sind die Stühle für Kinder bis 5 Jahre, ne? Da können Sie jetzt keine Oberstufe drin betreiben, das Stühle zu klein für, die Tische auch. Da muss wieder alles raus und das kostet wieder alles. Ne? Alles wieder neu, muss ja alles amortisiert werden. Dann wird ja auch kaufmännisch sozusagen richtig gerechnet. Deswegen sind also Gebäude mit hoher Variabilität nicht geeignet. Und genauso wenig sind geeignet Gebäude, die sowieso nur Verlust machen. Also ein Theater oder ein Schwimmbad, da würde ich jetzt die Finger von lassen. Als PPP, weil da kann immer nur die Frage sein, wie viel schießt dann die staatliche Seite zu und dann haben Sie gleich schon wieder die Diskussion, muss das denn sein? Ne? Das ist ja nur, damit ein anderer was verdient, ganz schlecht. Also wenn, dann sollte das ein Standalone-Projekt auch sein können, wo einer was verdient oder aber, wie eine Schul-PPP, wo einer gar keine Nutzergebühr kriegt, sondern einfach gesagt wird, das kostet jetzt halt x im Monat über x Jahre. Fertig. Als wenn ich es von jemandem mieten würde. Das könnte auch mit dem Theater machen natürlich. Das würde auch mit dem Theater gehen, nicht? Aber eben nicht betreiben sozusagen auf eigenes Risiko. Ja, oder so. Ja. Das geht dann aber nicht, sondern es ist nur eine zur Verfügungstellung der Leistung gegen Entgelt. Ne? Ja, und die feste Verzinsung versprechen. Ja, genau, die feste Verzinsung muss sie natürlich machen. Und, aber die würden Sie ja auch bezahlen müssen als öffentliche Hand. Müssen Sie auch, es sei denn, der Rechnungshof sagt, nee, wir bezahlen es ja immer aus laufenden Steuereinnahmen, die sind ja zinsfrei. Ne? Der Rechnungshof lebt von Steuern und selber und rechnen. Hat eine andere Betrachtung, ist eben völlig anders als jeder andere von uns rechnen. Wir würden einen Kredit aufnehmen und tilgen den mit Zinsen
Und der Staat kann natürlich sagen, ich habe jedes Jahr x Millionen, x Milliarden Einnahmen und dann gebe ich die halt wieder aus. Das ist alles zinsfrei. Aber wenn ich wirklich vergleichen will, muss ich auch daran Zinsen natürlich anlegen. Natürlich, ist ja richtig. Ne? Das ist halt der Clou. Ja, und da kommt die Diskussion zwischen diesen beiden Fraktionen und die können nicht auf einen Nenner kommen, weil die eine Seite immer sagt, ich rechne nicht mit Zinsen, weil ich habe ja keine. Und der andere sagt, du musst immer mit Zinsen rechnen, du musst ja auch welche bezahlen. Deswegen gibt es keinen, der da wirklich recht hat. Ne? Und deswegen wird auch am Ende es so sein, dass PPP wird nie das Massenbeschaffungsmodell sein, sondern es wird immer für bestimmte Fälle interessant sein. Also ich glaube schon, dass da einer recht hat, nämlich der rechnet. Wenn Sie wissen, dass Zinsen auch beim Staat an sich anfallen, entweder indem Schulden gemacht werden, die dann verzinst werden müssen, oder Schulden nicht abgetragen werden und daher verzinst werden müssen, haben Sie im Grunde genommen denjenigen, der rechnet, immer auf der richtigen Seite. Aber das ist nicht immer sozusagen psychologisch-politisch die richtige Seite. Jetzt wollen wir zu Ihnen runter. Ja, da gibt es eine Frage. Können Sie ein Mikrofon nehmen? Können Sie auch sagen, woher Sie sind, damit wir ein bisschen wissen, warum Sie welche Fragen stellen? Ja, Flügge vom Bundesamt für Naturschutz. Aber ich wollte eigentlich nur ergänzend dazu sagen, dass Rechnen natürlich nie falsch sein kann. Und an sich müssen Sie ja, bevor Sie ein PPP einleiten, eine Vergleichsberechnung machen, eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Was ist wirtschaftlicher? Und bei dieser Vergleichsrechnung müssen Sie auch als Staat das eingesetzte Kapital abzinsen, und zwar mit dem Rekapitalisierungszinssatz des Bundes. Und das sind zurzeit allerdings, und das macht den Unterschied, glaube ich, 0,7%. Und in der freien Wirtschaft, weiß ich nicht, da wird man wahrscheinlich, keine Ahnung, 4, 5 haben, ich weiß es nicht. Also das macht den Unterschied. Aber rechnen tut der Bund zumindest auch. So, wollte ich nur mal so sagen. Besonders solange die Rechnung kameralistisch ist. Mit 0,7. Solange die kameralistische Rechnung. Aber es sind andere Fakten eben nicht? Auch. Wir zahlen auch nur die 0,7 im Durchschnitt. Also im Augenblick natürlich haben Sie sehr günstige Zinsen für die Neuverschuldung und da kann man das so sehen, aber lange wird das nicht anhalten. Irgendwann werden die Zinsen auch wieder steigen. Nicht? Also bitte sehr, eine weitere Frage? Hier vorne ist eine, da hinten auch dann. Da auf der Seite. Ja, danke schön. Mein Name ist Aldona Dell. Ich komme aus dem Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis im schönen Thüringen, grünen Herzen Deutschlands. Ich habe keine Frage. Ich kann das nur bestätigen, was der Professor Leinemann gesagt hat, dass man PPP nicht überstülpen kann, sondern dass das im Einzelfall entschieden werden muss. Er hat recht. Kommunen müssen rechnen, müssen wie überall, wer im öffentlichen Dienst steht, ein Wirtschaftlichkeitskonzept erstellen. Und es war tatsächlich schon vor Jahren, als wir PPP-Modelle geprüft haben, so, dass wir unsere Schulen, wir haben ca. 50 Stück in unserem Unstrut-Hainich-Kreis, sanieren wollten und den Vergleich PPP angestellt haben. Wie gesagt, das ist jetzt ein paar Jahre her, da waren die Zinsen noch etwas höher und es hat sich nicht gerechnet. Wir haben es nicht gemacht. Das will ich nur bestätigen, dass das also nicht, wie Sie sagen, ab irgendwelchen Auftragswert kann ich PPP machen, sondern man muss es im Einzelfall prüfen, ja, welche Maßnahme man machen will, was man für Ziele verfolgt, was soll das Ganze mir bringen. Langfristig, mittelfristig oder auch kurzfristig und danach kann man nur entscheiden und wie gesagt, und das alles unter die Wirtschaftlichkeit gestellt. Denn Sie haben recht, der Rechnungshof, die schauen da ganz genau. Ne? Okay, das wollte ich nur noch mal zur Bestätigung sagen. Und Sie meinen eine Vergabe, die also einem Unternehmen ein solches Projekt für die Schulen gibt, aber die Finanzierung geschieht durch die öffentliche Hand und dadurch gibt es sozusagen keine weitere Verzinsung auf der Unternehmensseite, sondern da wird nur durchgeführt und erledigt und dann hinterher bezahlt. Das ist am Ende nach Ihrer Erfahrung effizienter, als wenn Sie der anderen Seite sozusagen die Möglichkeit geben, nicht nur zu bauen, sondern auch zu betreiben und dadurch dann hinterher dafür Zinsen einzunehmen. Ist das Ihre These? Das war so gewesen. Okay, Erfahrung. Ja. Okay, weitere Fragen? Kann ja wohl nicht sein, dass Sie. Da hinten ist noch eine Frage. Und
Christoph Bartscher, Stadtverwaltung in Bonn. Im kommunalen Bereich muss man natürlich, das als Anmerkung gedacht, auch sehen, dass man eben Kommunalparlamente hat, die kritisch eingestellt sind, weil sie wiederum das örtliche Handwerk auch im Rücken oder im Kreuz haben, je nachdem, wie man sieht, die natürlich doch ganz schön Druck machen über Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaft und so weiter und so fort. Das nur noch auch als Hinweis, warum ÖPP im kommunalen Bereich schon auch auf Schwierigkeiten stößt. Was mir aufgefallen ist, gerade eben ist es ja von der Kollegin auch angesprochen worden, das Thema Instandsetzung von vorhandenen Gebäuden. Wir stehen auch vor der Situation, das war unser Stadthaus, man redet davon 150 bis 200 Millionen Euro sanieren müsste, und da fragt man sich natürlich auch, Sie haben die Themen ja alle angesprochen, warum man da auf PPP kommen kann. Wenn man mal nachschaut nach Referenzprojekten, da findet man eigentlich in diesem Bereich gar nichts. Hat das einen Grund, warum man da eher die Finger davon lässt, oder hat es das einfach nur noch nicht gegeben? Ich glaube, der Grund liegt in der Stimmung, von der hier gesprochen wird und die zum Teil eben auch inzwischen durch betriebswirtschaftliche Rechnung und den Rechnungshof sozusagen einen solchen Ansatz im kommunalen Bereich widerlegt hat. Andererseits, Ihre These mit den Handwerkern habe ich nicht so ganz verstanden, denn eigentlich müsste so ausgeschrieben werden, dass auch dass die Stadt die regionalen Handwerker ja nicht bevorzugen darf, obwohl wir das natürlich gerne tun. Also das weiß ich. Das weiß ich ja. Okay. Er meint was anderes. Er meint, dass die Fachlosvergabe normal der Regelfall wäre und dadurch auch ein Betrieb, sagen wir mal mit 10 Leuten, beteiligt würde an der Leistung, während wenn ich ein PPP habe, meine natürlich ein Generalunternehmer, habe die gewisse Losgröße und dann sind natürlich automatisch alle Handwerksbetriebe aus dem Rennen. Die können da nicht mehr drum bieten, können nur als Subunternehmer teilnehmen. Und dann hat man natürlich schlechtere Konditionen. Ne? So ist es, das Subunternehmerthema. Ist das Thema, auch die Großen bedienen sich im Zweifel des örtlichen Handwerks, weil einfach die Nähe auch da ist, auch im Sinne einer guten Arbeitsausführung. Aber das örtliche Unternehmen hat lieber den Auftraggeber Stadt Bonn als hoch, tief, breit, schön oder wie die Firmen alle heißen. Aber mir ging es eben wirklich nur um die Frage, gibt es vielleicht auch einen technischen Grund, warum man im Bereich der Instandsetzung so wenig findet? Herr Leinemann. Grund ist eigentlich relativ simpel, weil Sie im Bestandsbau in der Regel noch irgendwas finden, was vorher nicht angekündigt war. Das ist es. Nicht? Wir haben in Berlin ein herrliches Gebäude, was Sie alle kennen, das ICC. Und in anderen Städten wie in Köln gibt es die Oper, in Berlin gibt es die Oper, auch an anderen Stellen gibt es ähnliche Gebäude, wo man mal losgelegt hat mit einem 100-Millionen-Budget und am Ende ist man mit 200 rausgekommen. Wenn Sie das natürlich als PPP-Projekt am Anfang unter Vertrag nehmen und dann kommen diese ganzen Mehrkosten, dann fliegt das ganze Ding auseinander. Das trägt dann das Modell nicht mehr, weil die Finanzierung noch hinten dran hängt, die natürlich auf eine andere Summe gestrickt ist und dann wird alles wahnsinnig viel teurer. Das geht nicht. Also diese Blackbox kann man nicht im PPP bewältigen. Das wäre zu riskant. Also Rathaus sanieren wäre mein Tipp, lieber doch zu Fuß. Und vielleicht schon mit dem Generalunternehmer, aber dann halt konventionell. Auch da wird es übrigens mehr kosten, ne? Das ist auch klar. Aber das sollte man sowieso in der Größenordnung 20% sollte man immer ins Budget tun. Ne? Sie meinen nicht, dass man bei PPP durch eine Präzision des Auftrags und durch eine Präzision der Vorgaben erreichen kann, dass es eingehalten wird? Doch, aber das gilt ja für alle Aufträge. Nicht? Richtig. Bauen im Bestand heißt immer, je genauer ich den Bestand untersuche, umso eher bleibe ich natürlich später im Budget. Ne? Aber dann sagt der Rat wieder, da muss jetzt aber schnell gehen, wir müssen ja schnell loslegen. Jetzt können wir nicht mehr überall noch Kernbohrungen machen, außerdem nutzen wir ja das Gebäude gerade noch, da können wir nicht die Leute rausschicken. So, und dann finden sie halt, wenn sie den Boden hochnehmen, ist da drunter Teer, wie man das in 30er Jahren gemacht hat. Ne? Und dann haben sie in den 70ern nochmal saniert und haben PCB-Dichtfugenmasse reingetan und so, dann findet man das alles erst dann. Ne? Oder beim Palast der Republik hier war es so, da haben sie einen Putz abgeschlagen, dahinter war Spritzasbest. Ja, das finden sie halt vorher nicht. Das Problem hat man ja auf andere Weise gelöst. Hat man auch anderswo, nicht? Aber ja, nun, da musste erst Asbest saniert werden, dann können sie erst abreißen. Sonst wird unser ICC da auch schon immer da sein. Aber das sind die Unsicherheiten, sage ich mal, die dann man auch selber hat, wenn man da fahren würde. Genau, das ist kein ÖPP-spezifisches Problem. Je mehr sie die Altsubstanz untersuchen, je bessere Preissicherheit bekommen sie. Also im Grunde genommen, wenn ich das mal zusammenfassen darf, nach dem gegenwärtigen Stand, sagen wir,
PPP für bestimmte größere Projekte geeignet, im kommunalen Bereich für mittlere und kleinere Projekte ungeeignet und dann geeignet in erster Linie für Projekte, die klar definiert sind und wo hinterher der Betreiber auch klar sozusagen mit seinen Erträgen rechnen kann und diese Erträge in einem Vergleich mit dem, was der Staat aufwenden muss, auch an späteren eventuell Weiterführungskosten und so weiter, nicht sehr viel besser fährt. Dann kommt dann Ihr Argument dagegen, wir haben das mal geprüft und es funktioniert nicht und der Rechnungshof wird sagen, es wird doch immer teurer, wenn man es rausgibt. Das ist ja auch die Stimmung, die draußen besteht und unser Sinn hier in diesem Gespräch war ja eigentlich nur, um mal auszuloten und zu eruieren, ob es da eigentlich Dimensionen gibt, die nützlich sind für die öffentliche Beschaffung, indem man also bestimmte Art von Projekten so behandelt, wie man, sage ich mal, in der Industrie das selber machen würde. Ja? Und da ist ein gewisses Problem in den unterschiedlichen Auffassungen, wie Herr Leinemann zu Beginn gesagt hat, die einen rechnen die Zinsen mit und sagen, auch der Staat müsste verzinsen, tut es aber nicht, weil er denkt, Bargeld habe ich sowieso, ist aber natürlich ein Irrtum, weil er seine Schulden ja auch verzinsen muss und wenn er die Schulden nicht abträgt, dann muss er eben mehr Zinsen auf dem Rest halten, bezahlen. Aber das sind eben unterschiedliche Denkweisen. Und wenn der Betreiber zu viel nehmen will und das nur auch selber sein Risiko absichern will, dann natürlich haben Sie höhere Kosten eventuell, als wenn der Staat das Risiko übernimmt und dann vielleicht damit besser fährt. Herr Leinemann wollte noch was hinzufügen? Ja, vielleicht, wir haben jetzt sehr viel über das Bauen geredet, aber es gibt natürlich noch ganz andere Projekte, sagen wir mal IT zum Beispiel, ich mache ein Rechenzentrum. So, ich kann jetzt ein kommunales Gebietsrechenzentrum selber machen. Ich könnte aber auch sagen, also ich schreibe das aus mit Bauen und Betrieb. Und das könnte zum Beispiel noch einen weiteren positiven Aspekt haben, indem ich nämlich sozusagen die technologische Erneuerung, die dann alle paar Jahre stattfindet, dort mit dazu nehme und sage, das muss halt immer Schritt halten. Nicht? Also im Technologiebereich kann das ganz interessant sein, wenn ich eine Dienstleistung, die zu erbringen ist, funktional beschreibe und dann mein Betreiber, der es dann konzipiert und betreibt, auch immer an diesen technischen Standard sich anpassen muss. Das kann auch ganz interessant sein. Ne? Stromlieferung oder Wärmelieferung, Blockheizkraftwerke, das wären auch solche Dinge, wenn man halt sagt, okay, ich habe 20 Jahre lang bestimmten Wärmebedarf oder bestimmten Energiebedarf, können Sie mir da was hinstellen? Auch solche Modelle laufen, die übrigens auch in der Privatwirtschaft laufen, das muss nicht unbedingt eine öffentliche Hand sein, die so eine Leistung bestellt. Das kann auch ein Industrieunternehmen sein. Aber das sind auch noch ganz übertragbare Sachen, an die wir jetzt nicht so denken. Auch die Bundeswehr hatte mal ihre Erfahrungen gesammelt, die dann im Bereich Instandsetzung oder Bekleidungswirtschaft und so weiter, da hat nicht alles geklappt. Aber das kann auch noch andere Gründe haben. Aber es gibt eine ganze Menge Überlegungen, die man haben kann, wo man mit PPP arbeiten kann. Aber um Gottes Willen, das ist kein Allheilmittel. Nochmal mein Petitum ist, das ist auf jeden Fall da sinnvoll, wo ich selber ohnehin an meine Kapazitätsgrenzen komme als Beschaffer und sozusagen möglichst viel externalisieren würde. Und das Zweite, worüber man nochmal nachdenkt, da gibt es jetzt auch so Stichworte in der Diskussion, jetzt gerade wieder bei den großvolumigen Projekten, sowas wie Bürgeranleihen oder Anleihefinanzierung, die darauf laufen kann. Also es muss ja nicht unbedingt immer eine Bankfinanzierung sein, sondern man könnte auch noch in dem Finanzierungsbereich sogar ein bisschen mit Wettbewerb arbeiten und sagen, wer kann so ein Projekt am günstigsten finanzieren und kann das auch mit ausschreiben. Ist nicht ganz einfach, aber solche Gedanken gibt es. Ganz früher, die Erfahreneren hier unter uns erinnern sich vielleicht noch an die sogenannten ABC-Ausschreibungen, die es mal gab. Da war eben Bauen separat, Finanzierung separat und Los C war Bauen und Finanzierung zusammen. Ne? Das war so ein Gedanke, den hat man so ein bisschen verloren. Ich habe das Gefühl, das könnte auch wiederkommen, dass man dann sozusagen direkt in dem Ausschreibungsergebnis diese Varianten auch vergleichen kann. Ein Bereich, der auch unter starkem technologischen Wechsel und Erneuerungsbedarf steht, sind natürlich auch Krankenhäuser und Universitäten im technischen Bereich. Also da könnte man das vielleicht auch sehen. Herr Bogaszewski, würden Sie dazu nochmal ein Wort sagen? Ja, sehr gerne. Ich bin erstmal dankbar, dass Herr Kollege Leinemann da dieses Thema IT zum Beispiel auch nochmal aufgebracht hat, weil der erste Teil unserer Diskussion war wirklich, was sind die Erfahrungen mit den Projekten, die wir bis jetzt hatten?
Und ich glaube, das haben Sie genau richtig dargestellt. Sie haben dann auch die Erfahrung. Aber wir sollten uns da jetzt nicht drin einmauern. Ja? Dass wir sagen, entweder A1 und Projekte größer Ordnung und alles fest definiert und klare Rückläufe, das ist State of the Art, bin ich völlig einverstanden. Aber was Sie, das Beispiel eben, ist meine Denke für die Zukunft im Grunde ja auch gewesen, dass ich sage, da wird sich noch vieles tun. Und nichts ist ja so dynamisch und variabel wie IT-Infrastrukturen und IT-Dienstleistungen. Also wenn Sie auch sagen, das ist ein Gebiet, ich will nicht sagen, Sie haben sich widersprochen, aber Sie sehen auch in der Zukunft, dass wir dahin gehen werden, sowas zu machen und dass wir vielleicht das dritte P, nämlich das Partnership, ein bisschen größer schreiben und sagen, wir müssen gemeinschaftlich hier auch vorangehen. Ich sehe diese Rechtsproblematik, ich sehe das Vergaberecht, ich weiß auch, es gibt nur diffusionsoffene Verträge, ja? Also es gibt keine wasserdichten, das ist schon ganz klar. Aber was wir nicht machen können, ist ein Innovationsstillstand in unseren Strukturen im Lande. Wir müssen schneller werden und zwar an allen Ecken und Enden. Wir haben zu wenig Leute, wir haben auch keine Leute am Markt, die wir einstellen können. Also entweder packen wir die Sache gemeinschaftlich an, egal wie das heißt am Ende, und sei es PPP, ja, und gehen dann voran, oder wir werden ja auch im internationalen Wettbewerb, das ist eine andere Story, aber wir fallen ja zurück, wir werden weniger, die Zahlen kennen Sie alle, die in der Zeitung stehen. Also wir müssen da Dynamik bringen. Und ich glaube, da gibt es partnerschaftliche Modelle, die wir vielleicht jetzt erst andenken. Und Sie haben eben ein paar genannt. Und da müssen wir vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr Mut haben. Das ist meine Meinung. Vielen Dank. Jetzt gab es da noch eine Wortmeldung. Darf ich die noch mal sehen? Ja, bitte, ja. Hohenhage, Hengeler, Müller. Ich würde auch dort anknüpfen und finde diesen Blickwinkel sehr richtig. Das, was ÖPP auszeichnet, ist ja eine Kombination aus sehr hohen Anfangsinvestitionen zu Beginn und ein Projekt, bei dem ich darauf zähle, dass der Private vielleicht mehr Expertise, mehr Erfahrung, globalere Aufstellung oder Ähnliches in der Durchführung hat. Und ich glaube, da haben wir, ich mache zum Beispiel relativ viel im Bereich Außenwerbung, Stadtmöblierung, ist ja auch so ein Thema. Sie haben sehr hohe Anfangsinvestitionen, um Wartehallen hier hinzustellen oder in Berlin wird im Moment fröhlich diskutiert, die öffentlichen Toiletten hinzustellen. Sie haben dort eine erprobte Expertise über Jahre und haben deshalb typischerweise einen privaten Partner, der so etwas einschätzen kann. Und ich glaube, diese Art der Projekte werden eher zunehmen, wenn ich an Mobilitätskonzepte in den Kommunen Ähnliches denke. Da ist typischerweise, wird in der nächsten Zeit immer etwas sein, hohe Anfangsinvestitionen und dann zähle ich auf den Partner. Und deshalb glaube ich, ist auch gut, dass man vielleicht überlegt, muss man es immer ÖPP nennen oder wie jetzt bei uns im Vergaberecht Innovationspartnerschaft oder einfach nur Partnerschaft, aber ich glaube, dieses Grundmodell, Private dort einzubinden in Bereichen, die sie vielleicht schon länger machen als der Staat, bei denen sich der Staat vielleicht manchmal übernimmt, ist weiterhin ein guter Gedanke. Naja, Private binden wir ja bei fast allen Ausschreibungen ein, weil sie ja das Bauen für uns machen und so weiter. Die Frage ist ja eigentlich weniger, ob man Private einbindet, sondern ob man in der Lage ist, hinterher auch zu sagen, der wird ein Betreiber und kriegt dafür einen garantierten Return. Das ist ja wirklich das Problem des PPP. Und da wird ja eben in der Öffentlichkeit gesagt, ich komme nachher nochmal auf eine weitere Frage zurück, da wird ja immer gesagt, also das dürfen wir nicht machen, denn der private Betreiber, der verdient Geld und da hat der Leinemann völlig recht und uns kostet das ja nichts. Und der nimmt uns dann noch über 30 Jahre Geld aus der Tasche, ich weiß nicht was, 2% oder was für Betreibergebühren und wir hätten ja gar keine Kosten. Und dieser rechnerische Irrtum, der geistert natürlich, oder diese rechnerische Frage, um mich neutral auszudrücken, das geistert natürlich durch die Welt. Und wir haben ja eben gerade gehört, da hat es eben einen Fall gegeben, in dem man also die Sache mit den Schulen mal so machen wollte. Und dann kam am Ende raus, dass sich das nicht rentiert, dass der Rechnungshof sagt, wir rechnen euch nach, ihr zahlt am Ende drauf, macht es lieber selber. Also die Frage ist ja, will man privates Kapital so einbeziehen, dass man dafür auch einen dauerhaften Return gibt. Das ist eigentlich das wirkliche Thema von PPP. PPP. Bitte sehr, da hinten, ja. Ja, von Wittersheim, Forum Vergabe. Ich kann nur berichten, nicht aus meiner eigenen Praxis, sondern ich hatte mal eine Zeit lang die Ehre, einer Jury dort teilzunehmen. Da ging es um die Bewertung von PPP-Projekten und ich war damals erstaunt, in welcher Bandbreite sowohl was Auftraggeber als auch was Projekte anging, dort Bewerbungen eingegangen sind. Es war natürlich immer nur 2-3 Hände voll, die sich dort beworben haben.
Was heißt, es gibt nicht viele, da gibt es natürlich eine Dunkelziffer von Projekten, die sich gar nicht beworben haben, aber es gibt sie. Und nach dem, was ich dort mitbekommen habe, muss ich sagen, war das auch wirklich beeindruckend von der Qualität und auch von der Langfristigkeit der Projekte oft. Also es gibt gute Erfahrungen, die sehr spezifisch sind. Ein Projekt muss sich eignen und ein Projekt eignet sich aus meiner Sicht, da kann ich Ihnen nur zustimmen, wenn es eine klare Risikoverteilung gibt, weil die Privaten keine Risiken einkalkulieren wollen. Wenn sie es müssen, wird es teurer. Und wenn es tatsächlich einen Markt dafür gibt, wenn es also Unternehmen gibt, die das auch ihrerseits stemmen können. Denn das normale Bauunternehmen hat überhaupt gar keine Lust, nur mit 5 oder 10 Millionen 30 Jahre das aufzunehmen. Es muss also auch Anbieter geben, die das kalkulieren können, wollen, die es auch finanziert kriegen. Und da sind dann natürlich so Sekundärfragen eine Rolle, wie wird Kreditwürdigkeit bewertet, wie kalkuliert man langfristig Kreditzinsen. Und wenn das klar ist, dann glaube ich, gibt es tatsächlich in dafür geeigneten Projekten nicht nur theoretisch viele, sondern auch durchaus in der Praxis bereits einige, die erfolgreich durchgeführt wurden. Gibt es weitere Fragen im Augenblick? Dann möchte ich mal eine stellen. Haben Sie den Eindruck, dass es besser wäre, man würde eine politisch neutralere Diskussion über diese Frage führen? Fühlen Sie sich durch die öffentliche Debatte, PPP ist eigentlich nur, um die reichen Unternehmer reicher zu machen, ich vereinfache das mal, diese Debatte, ist die ungünstig für Ihre eigene Arbeit? Würden Sie gerne einen neutralen Boden haben, in dem Sie sagen könnten, naja, manches ist vielleicht geeignet, PPP, manches vielleicht nicht, ich hätte gerne sozusagen einen freien Rücken in der Frage. Oder finden Sie das ganz richtig, dass man die Sache so diskutiert wie gegenwärtig, wo es ja letzten Endes, bis auf vielleicht einige wenige Projekte, die Öffentlichkeit sagt, das lohnt sich nicht, das kostet uns nur Geld. Also wie sehen Sie das? Möchten Sie gerne mehr Freiheit in der Frage haben? Könnte dazu mal jemand was sagen? Ja, bitte. Nee, Sie haben nur ein Mikrofon, aber keine Meinung. Okay, jetzt Herr Leinemann dann. Meinen Sie, das wäre günstig, man würde die Debatte etwas anders führen? Na gut, eine Debatte wird so geführt, wie sie geführt wird. Ja, man kann sie aber beeinflussen. Da können wir nichts dran machen, aber man kann sie beeinflussen, indem man etwas andere Instrumente macht, weil was wir eben aus Bonn gehört haben, das ist ja ein häufiger Einwand, den gibt es auch beim Straßenbau BPP, da stellen Sie auch fest, dass der Hauptverband der Bauindustrie die befürwortet, der Zentralverband des Baugewerbes lehnt sie ab. Und warum ist das? Weil die kleineren Unternehmen nicht zum Zuge kommen. Und warum ist das so? Herr Wietersheim hat es eben erwähnt, das liegt an dem Finanzierungsrating. Sie kriegen also ein Großprojekt als Unternehmen nur dann attraktiv finanziert, wenn Sie ein Rating haben, was in etwa eine Bilanzsumme von 10 Milliarden erfordert. So, deswegen finden wir bei den Autobahn-ÖPPs nur die 5 größten Baukonzerne dabei. Ne? Würde man aber die Finanzierung ändern, ich sage jetzt einfach mal ganz naiv, ich finanziere es alles über eine Anleihe, die dann zugeteilt wird, oder ich entscheide als Bund und sage, die KfW hat einen Topf von 10 Milliarden im Jahr und kann dann für solche Projekte Mittel bereitstellen, und zwar egal, wie groß jetzt dieser PPP-Betreiber sein würde, dann muss es eben nicht mehr hochtief sein, sondern es kann auch das lokale Unternehmen aus dem rheinisch-bergischen Kreis sein oder sowas. Dann habe ich natürlich da eine andere Geschichte. Dann glaube ich, würde es auch politisch leichtgängiger sein. Also an der Stelle, glaube ich, könnte Politik nochmal ansetzen und sagen, wir überlassen es nicht dem Bankfinanzieren, wo ein Londoner Kreditsyndikat zusammensitzen muss und nach dem Finanzierungsrating des größten Projektpartners handelt, sondern das werden KfW-Mittel sein oder Bundesmittel, und die werden im Grunde jedem im Vergabeverfahren erfolgreichen Auftragnehmer zugeteilt, zu einem für alle gleichen Zinssatz. Dann hätte man natürlich auf der Strecke nochmal ganz andere Bedingungen. Das ist jetzt von mir ganz simpel nur mal so gestrickt, aber es trifft ein Kernproblem des PPP-Projektes, dass nämlich die eigentlich operativ Tätigen an der Finanzierungsseite sehr, sehr wenig Einfluss haben und da letztlich auf ein Bankenangebot angewiesen sind, und das folgt halt eigenen Regeln. Da könnte man nochmal ansetzen, und ich glaube, das würde auch der politischen Diskussion helfen und das Modell breiter machen können. Sie fänden es am Ende auch gut, wenn die politische Debatte etwas lockerer wäre in der Frage. Auf jeden Fall, und deswegen werbe ich auch dafür und sage, lassen Sie uns PPP nicht unter Zins- und Geldsparaspekten betrachten, sondern unter wie viel kriegen wir auf die Straße im übertragenen Sinne, ins Gebäude oder sonst wohin. Nicht? Und da kriegen wir nicht mehr Personal beim öffentlichen Auftraggeber, kriegen wir nicht mehr untergebracht, sondern lassen Sie uns das nutzen, was die Wirtschaft bietet, und dadurch bestimmte Beschaffung über PPP ziehen. Wir beschaffen dann mehr, wir kriegen mehr hin.
Wenn ich darf, würde ich es gerne unterstützen. Ist eine Frage da? Nein, ich wollte eigentlich nur dazu, weil Herr von Dohani hatte ja sehr intensiv nachgefragt, wie denn unsere Erfahrungen sind, ob uns diese aktuelle, sehr PPP-feindliche Debatte belastet, auch in der täglichen Arbeit, und ob wir freier argumentieren wollten. Gut, also zumindest diejenigen von uns aus dem nachgeordneten Bereich, wir haben ja auch ein paar Ministerielle hier, aber wir sind eigentlich bis jetzt, das ist meine Erfahrung, ich kann natürlich nur für mich sprechen, habe eher die gegenteilige Erfahrung gemacht. Also die politische Diskussion ist für uns nicht so relevant. Also wir rechnen nach den Verwaltungsvorgaben und die sind für uns maßgeblich und weniger die politische Diskussion. Gefährlich war es nur in der Vergangenheit, gerade in Zeiten der knappen Mittel, wo es halt die politischen Entscheidungen gab, das muss gemacht werden und es muss eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gemacht werden und derjenige, der die Macht hat, das Ergebnis X dabei zu erstellen. Vorzugsweise hat man gerade auch Probezeitbeamte dran gesetzt. Ne? Ist klar. Also, aber würden Sie wünschen, das hat uns vielleicht belastet, aber nicht allem, die aktuelle Diskussion. Bei allem Humor in der Sache, würden Sie wünschen, dass die Verwaltungsvorgaben vielleicht etwas offener wären? Ja, ich finde, man muss immer darauf achten, dass sie realitätsnah bleiben. Also zum Beispiel solche Dinge wie Refinanzierungszins, das kann man darüber überlegen. Macht es Sinn, die von mir benannten 0,7 als Durchschnittswert zu nehmen? Sollte man nicht vielleicht eher den Spitzenwert nehmen, dass man sich sagt, was sind die höchsten Anleihen? Die sind dann vielleicht zurzeit bei 4%. Sollte man nicht vielleicht das nehmen? Also man könnte überlegen, was legt man zugrunde und dann sollte man wirklich tragfähige Entscheidungen treffen auf der Basis und nicht auf der Basis von politischen Diskussionen. Also gilt für uns als Verwaltung. Auch genau zu dem Thema. Also ich habe den Eindruck, dass die PPP-Projekte gerade sehr gerne, sehr kritisch öffentlich diskutiert werden. Und was kann uns denn Besseres passieren? Ich frage mich oft in der Argumentation, wenn beispielsweise die A1 kritisiert wird, wird dann mal das Projekt, was typischerweise öffentlich ausgeschrieben und komplett öffentlich gemanagt wurde, daneben gelegt? Wie viel besser das denn war? Da wird man sich wahrscheinlich schämen und sagen, ich sage jetzt nichts mehr, weil es in vielen Fällen nicht besser war. Und ich glaube, was wir doch alle wollen, ist diese Transparenz. Gerade wo wird Geld versenkt, unnötigerweise. Also ich lese nicht jedes Jahr den kompletten Bericht des Bundesrechnungshofs. Ich glaube, die meisten Bürger tun das nicht, aber sie lesen natürlich in der Zeitung, wenn an der A1 was schief geht. Und das wird auch bei allen anderen PPP-Projekten natürlich der Fall sein, häufig, weil es Parteien gibt, und da stehe ich dahinter sogar, ja, die sagen, da verdient einer Geld ungerechtfertigterweise. Und bei einem normalen öffentlichen Auftrag war das aber vielleicht genauso, vielleicht noch schlimmer. Also ich hätte gern die Transparenz überall und die Verantwortlichen auch dann mal verantwortlich gemacht. Und ich glaube, dann kommen wir alle ein Stück weiter. Aber so ist es ja eine Politisierung der Diskussion, die nichts damit zu tun hat, was besser und schlechter ist, sondern man sucht sich einfach raus, was schlecht gelaufen ist und hängt es an die Wand. Und wenn es PPP ist, besonders gern. Ne? Und das bringt uns nicht weiter. Also da, denke ich, müssen wir die Kultur des damit Umgehens ändern. Ne? Also ich glaube nicht, dass der Bau der U-Bahn in Köln ein PPP-Projekt war. Und trotzdem ist da das Archiv, wie wir alle wissen, einfach abgesackt aus irgendwelchen Gründen einer unzureichenden Planung. Also das kann überall offenbar passieren. Und ich habe Herrn Leinemann eben entlockt, die Feststellung, dass auch aus seiner Sicht genau dasselbe bei der A1 passiert wäre, wenn man das nicht mit PPP finanziert hätte. Ich darf Sie das hier öffentlich zitieren, ja? Ja, also ich will nochmal sagen, die A1 ist super. Jeder, der da drüber gefahren ist, weiß das. Und was da passiert ist, ist einfach, da fahren weniger Lastwagen drüber, als alle erwartet haben, die da waren. Denn als man das, die brauchen ja eine Autobahn nur ausbauen, weil sie glauben, da geht mehr Verkehr drüber. Sonst brauchst du ja nicht ausbauen. Ne? Und deswegen hat man die A1 ausgebaut. Und weil sie ja über die Lkw-Maut finanziert werden, kam es darauf an, fahren da wohl mehr Lkw. Und dann hat man geguckt, was ist in den 40 Jahren vorher passiert. Da sind immer mehr Lkw drüber gefahren. Also haben alle geglaubt, alle. Da fahren auch in Zukunft mehr Lkw. Dann kam die Lehman-Krise, dann ging die Kurve so runter und die kam auch nicht wieder zurück. So, und das ist im Grunde das ganze Dilemma. Und daran merkt man nur, und jetzt verlassen wir einfach mal die A1, man kann die Bezahlung eines solchen Projekts nicht daran knüpfen, wie dann irgendwann mal wer die benutzt. Und deswegen ist man davon auch abgekommen. Das macht man jetzt heute nicht mehr. Und so war auch vorhin mein Petitum, nicht? Wenn ich ein Gebäude errichten lasse, ein Schwimmbad, das kann ich PPP machen, aber ich werde niemals den Betreiber danach bezahlen können, wie viele Leute da baden gehen. Ne? Das geht einfach nicht, weil wir haben drei schlechte Sommer, dann ist der einfach am Ende. Ne? Das geht eben nicht mehr.
So, und dann sind wir wieder bei der A1. Und deswegen muss man eben diese Finanzierungsseite so absichern, dass man sagt, da wird dann ein festes Entgelt bezahlt und dann kann es funktionieren und sonst kann man es auch nicht mehr finanzieren. Daraus hat man aber eben auch gelernt. Und heute würde man das nicht mehr so machen, sondern man geht über diese festen Entgelttarife. Ansonsten hätte ich das, was man, was wir aus Südeuropa alle kennen, wie es in Italien gemacht worden ist oder sowas, da hat einer einfach eine Trasse gekriegt. Da war nichts, die war nur planfestgestellt. Dann haben wir gesagt, wenn Sie da eine Autobahn bauen möchten, ist schön, machen Sie mal und dann können Sie auch das baden, was da rauskommt. Ne? Das haben wir aber nicht. Ne? Wer hier bei uns in Deutschland so eine Strecke betreibt, der kann nichts mit der Strecke machen. Da können Sie noch nicht mal ein Werbeschild aufstellen auf eigene Rechnung. Da können Sie auch kein Rockfestival am Wochenende am Parkplatz mal organisieren. Oder so. Sie können nichts machen. Sie können da nur fegen und im Winter streuen. Das ist alles. Und fahren und Autofahren. Andere drauffahren lassen. Ja. Selber dürfen Sie da auch nicht drauffahren. Ja. Ne? Nur wie die anderen auch. Ne? Deswegen ist das so ein bisschen schief, diese Diskussion. Nicht? Das ist eben deshalb auch keine Konzession oder sonst was. Ne? Aber jenseits von den Autobahnen, die übrigens auch weiterhin wahrscheinlich erstmal die größten Projekte bleiben werden bei uns, wie gesagt, 8 Stück kommen noch demnächst. Und da gilt eigentlich immer nur die Effizienz. Wir werden uns darüber freuen, dass da 4 Jahre lang eine Großbaustelle ist. Wer jetzt die A6 fährt da, Heilbronn runter, da geht es jetzt also gerade auch richtig mit Macht los. Das ist so eine Strecke. So, das Ding ist dann aber in 4 Jahren auch fertig, ne? Und hätten Sie das ganz konventionell losweisen und jede Leitplanke extra und jede Fahrspur extra, das hätte 12 bis 15 Jahre gedauert. Ne? Und nicht, weil alle anderen Beteiligten blöd sind, sondern weil einfach unsere Regularien so sind, dass man es dann auch so machen muss und jedes Modell kriegt dann wieder seinen Einspruch und jede Fahrbahn, da geht nochmal wieder einer und da finden wir noch, noch ein paar Eidechsen, die da drüber laufen, dann ist auch wieder 2 Jahre Schluss und so. Und das wird jetzt alles in einem Rutsch geklärt, bums, dahin gebaut und fertig. Also, wenn ich hier sozusagen mal, gibt es noch eine Frage bei Ihnen? Ich sehe im Augenblick keine. Wenn ich so versuchen könnte, eine Zwischenbilanz zu ziehen, dann werde ich meine Kollegen noch mal fragen, wie die sich zusammenfassen würden. Dann ist PPP für bestimmte Dinge geeignet, ab einer bestimmten Größenordnung und insbesondere dort, wo Sie mit einem erheblichen technologischen Wandel, wie vielleicht auch in einem Krankenhaus oder in einem Labor, wenn es vom Staat betrieben wird oder von der Kommune, der Fall ist, um dort auch das Risiko des Wandels mit auf der anderen Seite zu haben, dann scheint es nützlich zu sein, während in Fällen, die also, sage ich mal, relativ einfache Strukturen wie kommunale oder Landesstraßen oder sowas vielleicht nicht so geeignet sind. So habe ich das verstanden. Und dass man versuchen muss, das Projekt in einer bestimmten Größenordnung zu haben, richtig auszuverhandeln, aber unter keinen Umständen PPP generell vergessen als ein mögliches Modell mit dem Argument, da verdient ja nur jemand dran. Das ist an sich kein am Ende schlüssiges Argument, weil man berechnet, dass man ja selber auch zahlt mit Zinsen oder wie auch immer. So habe ich mal unsere Diskussion jetzt verstanden. Jetzt würde ich mal die beiden Kollegen fragen, ob Sie noch Schlussfolgerungen hier haben, die Sie gerne unseren Zuhörern und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die ja hier alle mit beteiligt sind, an unserem ganzen Kongress noch mal etwas mit auf den Weg zu geben. Herr Leinemann und dann Herr Burgaschewski. Okay, jetzt bin ich zuerst dran. Also entideologisieren ist, glaube ich, in aller Hinsicht das Richtige und ich glaube, heute mehr denn je das Gebot, weil wir keine öffentliche Kapazität mehr aufbauen können, sondern das, was zu tun ist in der Infrastruktur, viele sagen ja, in Nordrhein-Westfalen ist für die alte Landesregierung die Wahl vielleicht sogar verloren gegangen, weil man über die Infrastruktur so unzufrieden war, da muss jetzt eben privates Know-how eingesetzt werden. Das kann PPP-Know-how sein. Ich kann aber auch einfach nur sagen, ich vergebe eine Ausschreibungsleistung, eine Bauleistung inklusive Betrieb, wie auch immer, in x Kombinationen, die da möglich sind, an andere. Ich lasse mir aber als Staat so viel wie möglich von Dritten, die dann natürlich private sind, Hilfe angedeihen und bezahle die auch. Dass die da eine Marge drauf haben, das ist so, aber so ist unsere Gesellschaft. Nur der Staat, wenn er für sich selbst arbeitet, rechnet nicht mit Margen,
Alles andere, wir erteilen Aufträge, wir beschaffen. Und wir sind in einer Beschaffungskonferenz. Und damit ist sozusagen der ganz große Bogen, Beschaffungskonferenz heißt nur, der Staat kauft wirtschaftlich ein. Darum geht's. Vorhin traf ich jemanden in der Pause, der sagte, oh, das Vergaberecht, das ist so furchtbar, das kostet alles nur. Hey, das ist aber letztlich nichts anderes als einfach nur ein bisschen wettbewerbsregulativ. Sonst gar nichts. Sind ein paar Regeln, die wir einhalten und fertig. Ja, man kann sich beschweren, wenn was nicht richtig läuft. Ja, das ist richtig. Das ist dann die Vergabekammer, wenn sie EU-weit machen. Aber das sind halt, da kalkulieren wir halt 2-3 Monate Verfahrensdauer vielleicht noch ein in den Ablauf und dann haben wir das auch erledigt. Also all das ist kein Problem. Es ist, glaube ich, wichtig, dass ich als öffentlicher Beschaffer mich viel mehr auf einer Ebene sehe mit denen, von denen ich beschaffe und sage, ich kaufe halt Leistungen ein. Und wenn ich, wie im Moment, ganz gut finanziell ausgestattet bin in vielen Bereichen, dann beschaffe ich halt mehr. Wenn ich mehr beschaffe, aber nicht Personal habe, dann versuche ich mehr operative Aufgaben auf den Privaten, den ich mir hole, auszugliedern. Der soll dann also bitte auch noch planen und der soll dann vielleicht auch noch betreiben, weil ich habe auch für den Betrieb das Personal nicht. So glaube ich, dass, wenn wir es so denken, ist es maximal entideologisiert und ich kann wahrscheinlich als staatlicher Auftraggeber maximale Leistung beschaffen und, ich sage jetzt mal, wir sind hier in Berlin, wo es ja auch ein ganz großes Problem in diese Richtung gibt, auch Bürgerzufriedenheit erhöhen, weil ich sichtbar mehr tue. Herr Burgerschütz. Zum ersten Teil schließe ich mich ganz an, völlig an. Ergänzend möchte ich sagen, das schließt daran an, was Sie zum Schluss gesagt haben. Es ist wichtig, die öffentliche Hand und alle dort Bediensteten sind Dienstleister für den Menschen, für uns, für die Gesellschaft und wir geben das Geld der Steuerzahler aus. Ich glaube, das ist erstmal nochmal ganz wichtig. Es ist völlig indiskutabel, irgendwelche Dinge zu machen, wo man die Leute jahrelang summarisch im Stau stehen lässt, wo man die wochenlang auf einen MRT-Termin warten lässt. Wir machen gerade ein Projekt mit dem Krankenhaus und optimieren die Belegungszeiten. Aber das größte Ziel wäre zu sagen, um 16.30 Uhr ist nicht Feierabend, weil das bringt viel mehr. Und das werden Sie in einem privaten Krankenhaus nicht finden. Also es gibt ganz viele Dinge, die man tun kann, indem man auch da entideologisiert, indem man sagt, okay, wir haben einen Service für unsere Kunden zu leisten und das sind eben unsere Kommunen, das sind unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen und die Steuerzahler und damit sorgfältig umzugehen. Und wie man diese Projekte dann optimal macht, da ist ja dieses PPP nur ein Beispiel dafür, dass es manchmal Möglichkeiten gibt, Dinge zu beschleunigen, schlaue Modelle zu machen, damit am Ende das Beste dabei rauskommt. Da, wo sich das nicht anbietet, soll man eben auch die Finger davon lassen. Ich würde auch nicht pauschal sagen, das sind die Korridore und die Grenzen. Stand heute haben wir gehört, die Experten wissen, was man heute machen kann. Ich hoffe sehr, in 10 Jahren sind wir da woanders. Und die Offenheit erstmal und der Wille, da was zu gestalten, das ist für mich eigentlich das Wichtige, was Sie vielleicht von meiner Seite dann gerne mitnehmen dürfen. Ja, meine Damen und Herren, dann füge ich nur noch eines von mir hinzu. Das schönste Wort, was ich heute Abend gehört habe, ist das Wort Entideologisierung. Das wünsche ich der Republik im Ganzen. Nämlich eine sachliche Diskussion über die Fragen, die so sachlich und aus einer technischen Welt auf uns zukommen und die wir mit Ideologie gar nicht beantworten können. Und wir müssen immer versuchen, den anderen zu hören, die Gegenargumente aufzunehmen und dann am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, ich habe doch recht oder ich hatte doch Unrecht und dann danach zu folgen. Und wenn man das vielleicht in Ihren Bereichen auf der kommunalen und städtischen und Landesebene oder auch Bundesebene mitnimmt und verbreitet, die ganze Frage PPP ist nicht eine Frage, das ist die Lösung für alles oder das ist die Lösung für nichts, sondern das ist die Lösung angepasst in Fällen, auf die es eben passt. Und das ist, heißt, die Dinge nicht ideologisch zu betrachten, sondern so sachlich wie irgend möglich. Das ist gut für die Republik im Ganzen und auch gut für PPP. Und jetzt bedanke ich mich bei Ihnen für diese späte Anwesenheit heute an diesem schönen Kongress. Vielen Dank, dass Sie da waren.